Torschütze bekommen beim entscheidenden Spiel gegen HSV. Hinter mir sind die Spreefüchse bereit zum Kämpfen. Denn heute geht es um alles oder nichts. Nach den letzten beiden bitteren Niederlagen gegen Kirchhoff und Rödertal war die Anspannung hoch. Der Druck war groß. Mit nur noch 6 Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz musste die Partie unbedingt gewonnen werden. Es musste alles gegeben werden. Und puh, die Damen, die Spreefüchse haben es geschafft. Mit 27-17 gewonnen. Durchatmen. Wie habt ihr euch speziell darauf vorbereitet? Oder seid ihr einfach mit Zuverlässigkeit reingegangen? Mit Zuverlässigkeit, aber wir machen auch immer Video. Und da besprechen wir alles und versuchen das, was wir dort besprechen, im Training zu 100% umzusetzen. Dann kann man auch mit einem guten Gefühl ins Spiel gehen und das abrufen. Und das haben wir heute geleistet. Die sehr gute Leistung zeigte sich schon direkt am Anfang. Die Damen aus Berlin nutzten jede ihrer Chancen und verwandelten diese dann in Tore. Schon nach der ersten Halbzeit, der Stand zur Pause immerhin schon 13-8, war vorhersehbar, wer am Ende freudig aus der heimischen Sömmeringhalle spazieren würde. Fangen wir mit der ersten Halbzeit an. Wie war die? Die lief ja schon sehr, sehr gut. Ihr seid sofort mit einem Vorsprung rausgegangen. Wie war die Pause für dich? Habt ihr noch mal irgendwelche Tricks besprochen oder euch mal anders vorbereitet? Nee, im Grunde haben wir uns nur noch mal emotional motiviert. Wir haben gesagt, wir gehen vorrein in ein 0-0, also müssen von vorne anfangen und genauso motiviert und kämpferisch aufs Feld gehen wie am Anfang. Dürfen halt nicht nachlassen. Von Nachlassen war überhaupt keine Spur. Nein, ganz im Gegenteil, die Spreefüchse verdoppelten gleich ihren Torevorsprung. Auch von der Tribüne aus wurden die Berlinerinnen mächtig angefeuert. Was hältst du von dem Spiel? Was sagst du dazu? Also ich fand es erstmal sehr gut, dass wir zum ersten Mal nach 2 Spielen wieder unsere Leistung voll abrufen könnten. Das, was wir im Training gezeigt haben, haben wir auch zu 100% das Spiel umgesetzt. Ein bisschen Glück war auch dabei. Jeder konnte sich einbringen und deshalb haben wir das Spiel auch in 10 Tonnen gewonnen. Jubelndes Publikum. Und glückliche Gesichter der Damen. So ein aussagekräftiges Spiel war bitter nötig, hat den Spreefüchsen nach 2 hintereinander folgend verlorenen Partien gefehlt. Mit 27-17 stolzieren die Spielerinnen aus der Hauptstadt glücklich und zufrieden über den Hallenboden. Geschafft. Die Anspannung ist abgefallen und die Spreefüchse haben gewonnen. Als nächstes bereiten sie sich auf Werder Bremen vor. Ihr seid am besten dabei auf hauptstadtsport.tv. Und wir freuen uns, oder?